Engagiert, motiviert und leidenschaftlich. Ob als Ehrenamtliche oder als Sportlerin und Sportler, bei den BTFB Awards werden alle geehrt. Es ist einfach wichtig, weil der ganze Sport und das Ehrenamt nicht funktioniert. Wir brauchen sie in den Vereinen, bei den Wettkämpfen, bei uns im Veranstaltungsteam. Und es ist einfach gut und wichtig und richtig, dieses Engagement einmal im Jahr zu ehren, für die, die nochmal hervorragende Leistungen erbringen. Und die Jugend macht es vor. Dass man sich bereits im jungen Alter engagieren kann, zeigen die Preisträgerinnen des Nachwuchspreises der Berliner Turnerjugend. Lou Schürmann begann schon früh mit dem Turnen in der Turngemeinde in Berlin. Jetzt ist sie selbst als Übungsleiterin aktiv. Ich arbeite gerne mit den Kindern und die Trainerinnen sind auch sehr nett und habe da immer gerne Spaß gehabt, habe immer viel gelacht und bin da aufgewachsen. Auch Shannon Gressner ist seit ihrem 14. Lebensjahr fester Bestandteil vom 1. VfL Fortuna Marzahn. Seit dem letzten Jahr hat sie die Bereichsleitung Kinderturnen übernommen. Ich denke, das Schönste ist es, wenn Kinder strahlen, wenn man merkt, dass die Choreografie ankommt, wenn man Feedback zurückbekommt in Form von kleinen Umarmungen oder kleinen Gesten. Natürlich wird auch dieses Jahr der Vera-Zisak-Preis verliehen. Dieser würdigt ehrenamtlich hoch engagierte Frauen der Mitgliedervereine des BTFB. Dieses Jahr geht die Ehrung an Brigitte Dahme für ihren Einsatz für junge Mädchen und Frauen. Gehört einfach zusammen, ja? Frauen müssen Sport als Bestandteil des Lebens anerkennen und sich auch wohlfühlen dabei und das wollen. Also sie müssen Freude daran haben. Nicht nur Brigitte Dahme ist engagiert, sondern auch ihr Verein Fit und Fun Marzahn. Dafür wird dieser mit dem Kinderschutzpreis ausgezeichnet. Für den Verein geht es natürlich in erster Linie darum, Kinder und Jugendliche zu schützen, aber ihnen auch wichtige Werte zu vermitteln. Vor allen Dingen ihnen auch soziales Verhalten beizubringen, Fairness beizubringen, Fairness unter den Sportlern beizubringen, finden wir also sehr, sehr wichtig. Wichtig für die Zukunft sind nicht nur die Kinder, sondern auch das Klima. Dafür gibt es dieses Jahr erstmalig den Nachhaltigkeitspreis. Preisträger ist der Berliner Sportclub. Neben Aufklärung und Fairtrade-Produkten hat sich der Verein etwas ganz Besonderes überlegt. Wir haben jetzt eine Gartenwand, das heißt also dort wird Gemüse angebaut und die Bewässerung dieser Gartenwand wird aus den ablaufendem Wasser von unserem neuen Funktionsgebäude gemacht. Hier nochmal alle Preisträgerinnen und Träger im Überblick. Neben engagierten Trainerinnen und Trainern werden auch Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. Dieses Jahr gehen die beliebten Bären an Mia Liedtke, Johann Böttcher, Eva-Maria Zorn und die Nationalmannschaftsgruppe in der rhythmischen Sportgymnastik. Keiner würde funktionieren, wenn es keine Ehrenamtlichen gäbe. Niemand im Hauptamt könnte diese Arbeit leisten und deshalb sind die Ehrenamtlichen im Sport so wichtig. Und deshalb ist der Sport auch so wichtig für die Stadt, weil das ist das größte ehrenamtliche Engagement, was es überhaupt gibt. Denn egal ob als Sportlerin, Sportler oder Ehrenamtliche, bei den BTFB Awards werden sie geehrt. Hauptsache engagiert, motiviert und leidenschaftlich.